Hallo, mein Name ist Tamara. Ich bin Künstlerin und ich banne kostbare Momente zwischen Kindern und Tieren auf Leinwand. Denn viel zu schnell vergeht die Zeit, in der wir unsere Kinder und unsere Tiere miteinander erleben dürfen. Und ich halte sie fest, diese Momente, und schaffe Erinnerungen für Menschen, denen das besonders viel bedeutet. Heute geht es weiter mit dem Auftragsbild. Gesicht ist noch nicht ganz fertig. Farben habe ich mal alle angelegt. Das heißt, jetzt geht es langsam zu den Details. So, ich würde mal ein bisschen beim Hund weitermachen, glaube ich. Aber mal schauen, wo es mich hin verschlägt. Brauche ich nur einen geeigneten Pinsel. Ich nehme mir mal einen kleinen. Ich würde hier auch die Augen noch gerne ein bisschen korrigieren. Nehme ich mal nicht immer eine Sache fertig und schließt damit ab, sondern bin immer und überall ein bisschen. Und so entsteht dann einfach das Bild. Ich bräuchte noch eine dunkle Farbe für die Pupillen. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen zu hell jetzt. So habe ich zu wenig Kontrast zwischen Hintergrund und Hund, wobei ich im Hintergrund bestimmt noch die eine oder andere Sache ändern werde, damit wir ein bisschen mehr Tiefe bekommen. Aber es war mir jetzt ein Ton zu hell. Das ist schon besser. Hier brauche ich auch noch mal ein bisschen helleren Ton, nicht zu hell, weil hier läuft das Fell so entlang. Die Finger liegen etwas dahinter. Jetzt wirkt es schon plastischer.
Manchmal fragen mich Leute, ob ich denn das live male, also die Auftragsarbeiten oder eben nach Foto. Und ich male immer nach Foto, weil das Ganze einfach Zeit braucht. Kein Kind oder Tier würde so lange auf einer Stelle, an einer Stelle bleiben und ruhig halten. So, das wäre dann schon sehr schwierig. Und meine Malweise ist jetzt nicht eine, die also ein bisschen Zeit braucht, braucht man da schon, weil es auch mehrere Schichten sind und deshalb, ja, male ich immer nach Foto. Hier an den Ballen muss ich auch noch was machen. Bisschen formen die Ballen. Brauche ich dann noch mal so einen bräunlichen Ton. Ich habe es eben schon ein bisschen angedeutet, aber ich brauche dann noch mal ein bisschen mehr Dunkelheit. Ein bisschen mehr Grau. Hier haben wir so eine Kralle. Ja, die Ballen gefallen mir jetzt noch nicht so gut. Da bräuchte ich so einen gräulichen Ton, glaube ich. Mir was mischen. Ja, das ist schon besser, der Farbton. Hier brauche ich auch ein bisschen mehr Form. Irgendwie passt die Pfote auch noch nicht. Die wirkt sehr unförmig. Aber da glaube ich, muss ich noch mal mit dem Hintergrund hier rein. Das ein bisschen verkleinern. Du siehst jetzt, ist es nur mehr ein Korrigieren praktisch. Schauen, ob ich hier, ob das zu bräunlich ist für den dunklen Farbton hier. Ja, schon eher. Das ist nämlich schon schwarz und nicht braun. Vielleicht wäre da dieser lila Ton der beste. Das muss ich jetzt trocknen lassen, weil ich komme nicht mehr richtig drüber. Jetzt vermischt sich das. Aber der Farbton, der passt eigentlich, glaube ich. Ja, der sieht gut aus. So, ich werde jetzt auch den Livestream beenden. Ich denke, nächste Woche wird das Bild eventuell fertig werden.
Vielleicht ist es beim nächsten Live noch da, aber kann sein, dass ich da schon was Neues beginne. Ja, ich wünsche jedenfalls einen schönen Tag und wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Mach's gut, tschüss.